Yo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist eins, was ich mal ein wenig angekündigt habe. Und zwar, ihr könnt sehen, ich habe hier nach meinem Kanal gesucht. Und ich habe gesagt, ich möchte mal Reactions machen. So. Das wird hier die erste Reaction auf meinem Kanal. Ich habe das, mach das zum ersten Mal. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe 51 Abonnenten. Jock Kissel, meine Freunde. Jock Kissel von euch, dass ihr mich so unterstützt habt, dass ich meine über 50 Abos gekommen bin. Das ist ein Meilenstein. Ich dachte, den würde ich nie schaffen. Also Props an euch, Leute. Das ist hier. Sieht man natürlich auch meine neuesten Videos. Hier, Kings of Amalur, Borderlands 3. Wo ich sagen muss, ich finde meine Thumbnails auch richtig gut mittlerweile. Also, das finde ich auch nicht. Die Yu-Gi-Oh! Thumbnails. Oh mein Gott. Ich habe für dieses Thumbnail eine halbe Stunde gebraucht. War echt nicht schlecht. Da ist das andere Bild, das was Storm gezeichnet hat. Das Bild ist auch, das ist Bombe. Es ist Hammer. Ohne Witz. Das ist so ein Shoutout an Storm. Man, also, ich würde lieber dich bezahlen, damit du irgendwelche Sachen für mich zeichnest, als Tilly. Tilly hat mir zwei Banner gemacht für Twitch. Ich habe mir auch einen Banner für Twitch gemacht, mein Steam-Banner. Da habe ich einfach nur aus Steam dieses Icon kopiert, eingefügt, habe das ein bisschen kleiner gemacht und dann hat es auch gepasst. Da habe ich kein Tilly gebraucht. Und er hat gefühlt auch nur, er hat diese Icons nachgezeichnet. Ich will jetzt Tilly nicht fronten, ja. Tilly macht recht gutes Artwork, finde ich nicht schlecht. Aber Tilly, ich will trotzdem meine 20 Euro zurückhaben. Okay, gut. Er hat mir 20 Euro geschuldet und hat mir das quasi im Gegenzug gemacht. Ich hätte gesagt, wir sind quitt, wenn er mir... Da kommen wir später nochmal drauf zurück, wenn er mir ein neues Banner macht. Also hier, das hat er mir mal selber gemacht, ganz einfach, weil ich habe halt überhaupt keine Skills in sowas, ja. Ich bin froh, dass ich meine Thumbnails einigermaßen hinbekomme. Und da schneide ich auch einfach, mache ich einfach nur einen Screenshot, schneide das Ding aus, fügt das Bild ein, von dementsprechend hier den Titel, den man ab und zu schlecht sehen kann. Und das war's dann. So mache ich meine Thumbnails. Das ist keine große Kunst. Ich zeichne wenig selber. Ich weiß aber mittlerweile, wie ich die Ränder hier so wegschneiden kann, dass man dann den ursprünglichen Hintergrund nicht mehr sehen kann, aber naja. An der Stelle aber kommen wir zu dem Video, und zwar zu diesem Video hier. Also die Kanalbewertung, da wollte ich schon, das steht schon länger im Raum, dass ich mir das mal angucke. So, also für euch, mit euch. Mehr oder weniger live. Ihr könnt mich ja sehen hier in den Affi, den wunderschönen Boy, dem ab und zu vorgeworfen wird, er könnte der Bruder vom Drachenlord sein, was irgendwie keinen Sinn macht. Okay, mit meinen alten Haaren hätte das schon der Fall sein können. Die waren ja auch irgendwie bis hier oben. Jetzt sind sie auf 4 mm. Jetzt würden mich manche Leute als Nazi beschimpfen, aber who cares? Who cares? In dem Punkt Gucken wir mal. Oh mein Gott, das Video geht 24 Minuten. Oh, ich werde gleich wegcringen, ich sag's euch. Hallo und wieder herzlich willkommen zu einer neuen Kanalbewertung. Und heute sind wir bei Mr. Aska 70 und... Oh. Nice. Erstmal zurückgeklickt. Hallo. Keine Ahnung, sehe ich ganz... Um mal gleich auf den Banner ein. Oh, 720p. Ja gut, das Video kommt von 2015. Es ist halt schon 5 Jahre alt. Es gibt einiges an Hintergrundstory. Ich habe das eben sogar einen Dislike gegeben, weil ich das Video nicht mochte. Ich habe hier unten sogar irgendwo reingeschrieben. Nein, habe ich nicht. Ah ne, meine Kommentare sind ja gar nicht mehr... ist ja gar nicht mehr zu sehen, weil der Kerl mich blockiert hat. Genau, er hat mich auf YouTube blockiert, weil ich ihm... da gab es mal so ein gewisses Ding, also ich habe mit ihm auch darüber geredet, weil ich das Video nicht geil fand,
Weil ich habe ihm auch ein paar Sachen im Vorfeld gesagt. Das kläre ich aber später alles im Video auf. Und also das kläre ich alles auf. Das ist bestimmt eine halbe Stunde lang, holy shit. Wir haben jetzt, by the way, 1.51 Uhr, wo ich das jetzt aufnehme. Da ist die Facecam drauf, hier. Unten kann man das sehen. Ja. Wenn ich das im OBS mache, dann sieht man das natürlich nicht. Richtig schlauer Boy hier, wieder am Start. Der kennt's nicht. Aber jetzt noch dieses alte Kanaldesign von YouTube. Oh mein Gott. Ich fand das 100-mal besser. Ich fand das alles 100-mal besser als das jetzt. Aber man könnte sagen, ich werde alt. Aber sagen auch viele Leute, oh, hier könnt ihr natürlich besser. What the fuck? Die Hydra ist da. Legend of Keepers. Nice. Ich habe hier erstmal auf die 7 gedrückt, um mich zu muten. Oh, Profil ist privat. Ah, scheiße. Schlecht gelaufen. Dann gucken wir aber mal weiter. Und um mal gleich auf den Banner einzugehen, er ist scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach nur ein schwarzer Hintergrund. Schriftart, keine Ahnung, XY genommen, drauf geschrieben, fertig. In dem Punkt kann ich auch schon mal sagen, das habe ich ja gerade eben schon mal gesagt, analysieren wir mal seinen Banner, ja? Sein Banner ist nichts anderes als Bildfragmente, die ausgeschnitten wurden, die hier so, ich weiß nicht warum, also man hätte es auch besser zusammenfügen können, sowas geht, dass man keine Zwischenräume hat. In dem Punkt, ich denke mal, er wollte es wahrscheinlich einfach so, dass es etwas authentischer aussieht. Ich hätte halt alles zusammen, weil dann sieht es irgendwie so aus, als wäre das alles irgendwie so ein ganzes Ding und so. Aber gut, jedem das seine. Ist auch, ich könnte auch sagen, naja, ist halt so, ist so ein subjektives Ding. Ich könnte auch sagen, mir gefällt es nicht. Du machst halt einen Screenshot, schneidest das Ding so aus und es war's dann. Fügst es mit ein, bam. Machst eine Ebene mehr, machst halt dann, fügst halt das auch noch mit ein. Es ist auch kein großes Ding. Ein bisschen mehr Aufwand als eben wie hier. Einfach Hintergrund schwarz, bam, oben hinschreiben, Mitte schreiben, passt. Das dauert halt keine 5 Minuten. Aber ich muss sagen, das hat Zilli eben vor 5 Jahren gemacht. Ich habe zu ihm gesagt, jo, kannst du mir einen Banner machen, weil du bist ja besser als ich. Und er hat halt einfach dann, ich wollte halt eben, weil ja Mr. Asker 70, wegen Asker, weil Vampir und so. Und da ich in dem Thema ja auch ein bisschen mit drin bin, und Vampire Storm und so, wer den Namen, oder wer mich kennt, der kennt auch den Hintergrund von dem Namen, in gewisser Hinsicht. Ich habe da auch ein Let's Play dazu gemacht. Könnt ihr euch angucken. Und er hat halt dann die Blutschrift, da meinte ich so, yo, wenn du sowas hast wie eine Blutschrift oder so, fände ich richtig cool. Würde passen. Und dann so, ja. Klar, ist jetzt nicht so, man könnte was Besseres haben, aber meine Mittel waren damals limitiert. Ich hatte kein Geld, um irgendwelche Leute zu beauftragen. Ich hatte halt Zilli. Und der hat es mir kostenlos gemacht. Also. Und der Banner bleibt ja immer noch da. Der ist ja, der hat sich etabliert. 5 Jahre später. Klingt doof, ist aber so. Ja, also. Der Banner ist scheiße. Ganz ehrlich. Also, das ist so. Pss. Ja, wie es schon da steht. Professionell, unprofessionell. Ja, eher umgekehrt. Aber egal. Ne. Gefällt mir überhaupt nicht. Sagt überhaupt nichts aus. Es steht da, was es hier gibt. Hier gibt es Let's Plays. Ja, sehr schön und gut. Aber es ist einfach nur ein schwarzer Hintergrund. Also. Ne. Ne. Also,
Da muss ich dem lieben Mr. Asker70 leider eine Abfuhr erteilen, was den Banner betrifft. Aber mal sehen, was der Rest so ergibt, weil der Banner bekommt von mir nur 30%. Oh mein Gott, sind die 30% so schlecht eingeblendet. Also das könnte sogar ich besser machen. Holy shit. Also, ich weiß jetzt nicht, wie seine aktuellen Videos sind. Ich habe mal geguckt, der ist anscheinend auf seinem Hauptkanal noch aktiv. Ich finde es lustig. Sein Gaming-Kanal wurde ihm ja damals weggestrikt. Das hat er noch so gesagt. Da wollte er irgendwie was Neues anfangen oder irgendwie so. Ich habe da keine wirkliche Ahnung. Und der hat ja irgendwie 5000 Abonnenten. Da sind ihm halt irgendwie bloß ein Fünftel geblieben, weil er auf seinem Hauptkanal hat er irgendwie 1000. Und er hat aber bei manchen Videos weniger Aufrufe als ich. nur mal so. Also, ich will, okay, Gamers Check, wenn du solltest das Video jemals sehen, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnern kannst, wenn du das Video im Nachhinein so sehen würdest, dass ich auf dein Video reagiere, wie du auf meinen Kanal reagierst, eigentlich, weil das ist in dem Punkt eine frühere Art von Reaction ohne Facecam, ohne irgendwas und ohne Unge, der das publik gemacht hat. Aber wobei, das war auch so ein gewisses Format, in dem man die als größere YouTuber so kleinere YouTuber bewertet hat und gesagt so, yo, dies und das machst du falsch und so, man könnte das und das so besser machen und sowas. Fand ich cool. Ich habe eigentlich gehofft, dass er ein bisschen konstruktiver ist. Im Punkto war es eigentlich eher mehr negativ und er hat auch nicht wirklich was Positiveres dazu gesagt. Also es war weniger hilfreich, als ich es mir erhofft hatte. Aber das sehen wir ja dann. So. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Er ist, wie gesagt, nur schwarz, aber es steht wenigstens was da. Wow. Ja, mein Video ist bei wow. Die gibt es in Let's Plays, aber es ist halt einfach nur schwarz. So. Dann kommen wir jetzt zu der Kanalübersicht. Sprich hier das ganze Gedöns. Ich weiß auch nicht, ob das an den 30 FPS liegt, ob ich da einfach zu verwöhnt bin, aber dieses Video ist so verdammt langsam aufgenommen. Mir kommt es vor, als würde das laggen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das daran liegt, weil es könnte auch an meinem Bildschirm liegen, weil ich habe ja 144 Hertz, was halt ein bisschen schneller ist und wenn man da mit 30 FPS kommt, das ist halt schon, okay, gut. Muss ich sagen, vielleicht bin ich da ein bisschen zu verwöhnt. I don't know. Aber schreibt mir in die Kommentare, wenn euch das Video auch etwas langsam vorkommt. Also wie gesagt, mir kommt es irgendwie so leicht vor, als würde es laggen, wenn er das rumscrollt. Und das ist alles. Und die Maus bewegt sich auch mega langsam. Also, uff. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass ich einfach nur verwöhnt bin. Man sieht die Uploads, man sieht hier Let's Play Gothic 2, die Nacht der Raben. Ich glaube, das war ein DLC, wenn ich mich entsinne. Dann gibt es hier Wieso klickt ihr da 50 Mal rum? Also, das verstehe ich auch nicht. Ich klicke auch öfters durch die Gegend, ja? Ab und zu klicke ich auch einfach so random durch die Gegend. Aber vor allem, er macht immer so. Warum? Also, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wenn ich es mir jetzt so angucke, ich weiß nicht. Vielleicht hat er auch nur ein bisschen zu viel Energie. Ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, das aktuellste Projekt. Vor vier Monaten. Was? Alter, wie lange zockst du denn das? Alter, weil ich wollte meinen, das ist das aktuellste Projekt Parabird, aber ist egal, will ich mich jetzt nicht drauf einlassen. Dann Night of Pen and Paper. Gutes Spiel. Oder Plus One. Dann haben wir hier angespielt und vorgestellt, also sprich, was er so vorstellt und was er kurz mal anspielt oder anzockt, wie es bei mir heißt. Und hier sind halt alle Playlists. Ja. Also ist definitiv vorhanden.
Ansonsten habe ich da nichts zu meckern. Das Einzige, was ich zu meckern habe, ist hier, dass hier kein Kanal-Trailer ist. Wo halt eigentlich ein Trailer hingehört und nicht irgendein anderes Video. In dem Fall angespielt Pixel Heroes Bite and Magic. Was übrigens ein sehr cooles Spiel ist. So, hier hat er auch nicht irgendwelche Hyopies drin, die sowieso jeder Arsch kennt. Sondern halt wirklich Leute, die nicht jeder kennt. Ne? Oh, Free German Gamers, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es den Kanal gibt. Da könnte ich auch nachher auch noch gucken. Holy shit, das Video. Ich sag euch, das Video wird lang. Wir sind jetzt schon. Ja, 3 Minuten. Wir sind bei 3 Minuten. Und das Video ist jetzt schon 15 Minuten lang. Oh, man. Ja. Zu dem Part, jetzt mal so gesagt. Ich finde das, den Part finde ich tatsächlich nicht schlecht, weil er sagt halt tatsächlich mal was Brauchbares. So. Er geht es durch, dies und das. Okay, gut, ich weiß nicht, warum ich Parabolt eigentlich so lange gebraucht habe. Ich glaube, ich habe jeden Tag ein Video hochgeladen. Vielleicht habe ich auch ab und zu ausgesetzt, ich bin mir nicht sicher. Mein Upload-Rhythmus war zu der Zeit ziemlich wild, wie es jetzt immer noch ist. Also, naja, gut. Aber zu dem Ganzen hier, zu den Leuten hier, beim, ja, da ist Peter Buß noch mit drin, der hat aber, das waren noch Zeiten. Das ist der YouTuber, über den ich Silly kennengelernt habe, aber jetzt habe ich ins Mikro geschlagen. Miss Lizzy, die kam auch von ihm, da war ich auch in der Community recht stark mit drinnen. Gerogon, bester Mann, der macht immer noch Videos. Da war ich auch bei einigen Community-Projekten dabei. Walner natürlich, richtiger Ehrenmann, der ist aber heute nicht da, leider. Lentolas, der war in dem ganzen, der war hier auch mit drin. Okay, Jan Knöpfle. Wer das war? Keine Ahnung, warum ich den in der Liste mit drin hatte. Ruf mit Tony, mit dem habe ich auch mal ein Video gemacht. Da könnte ich aber auch mal drauf reagieren. Das wäre gar keine schlechte Idee. Free German Gamers und Snoopy, da vielleicht wird das später noch angesprochen. Vielleicht mache ich dann mal ein extra Video dazu. Das ist schon mal top. Und aufgrund dessen kriege ich die Kanalübersicht an sich. Oh ja, was ich noch vergessen habe mit dem Trailer. Ein YouTube-Kanal muss keinen Trailer haben. Ich selber habe auch keinen. Es ist so, es ist genauso wie manche sagen, du musst von deinem YouTube, du musst von deinen Videos, du musst dein Intro haben, du musst dein Outro haben. Es ist immer wichtig. Ist es nicht. Wisst ihr, was das ist? Das ist gestohlene Zeit. Was ist gestohlene Zeit? Ohne Witz, du streckst ein Kanal. Also in der Regel ist das Intro eines Videos 30 Sekunden lang. Outro 30 Sekunden lang. Es ist eine Minute, mit der du das Video streckst und dementsprechend du quasi eine Minute des Zuschauers stiehlst, indem er das Intro und das Outro guckt, oder in dem Punkt ist es Zeit, die er so oder so skippt. Weil ich zu meinen Verhältnissen, solange es kein Anime ist, skipp in der Regel solche Intros immer, außer es sind die von CEO, weil ich die cool finde, oder es ist ein kreatives Intro und Outro, oder es ist recht kurz, dann lasse ich das auch mal so 3 Sekunden, das ist mir dann scheißegal. Wisst ihr, sowas killt die Watchtime. Sowas killt wirklich die Watchtime. Weil du guckst 3 Sekunden an, oh, Intro, bam, du überspringst 30 Sekunden. 30 Sekunden in jedem Video, eine Minute in jedem Video. Und es killt deine Watchtime. Es ist so dieses Ding. Okay, damals war das noch nicht so, dass so YouTube auf Watchtime geguckt hat oder so. Ich bin froh, wenn Leute meine Videos immer komplett durchgucken, weil dann Algorithmus freut sich auch, weil er sagt, oh hey, da haben Leute das Video komplett angeguckt, ich empfehle es mal weiter und so. Und das Ganze, das ist so ein ganzes Ding mittlerweile, darum reden auch immer so viele von Watchtime und dem Ganzen, weil es ist halt wichtig. Und es ist halt, okay, Kanaltrailer, den läuft halt immer, aber für was? Ich wüsste nicht, also wenn ich einen Kanaltrailer, dann packe ich da ein Video hin, das aktuellste Video. Wenn ich ein Video haben möchte, das ich pushen möchte, wo ich sage, das ist gut, sich einfach irgendein random Video, sondern mal was Besonderes, dann packe ich das dahin und die Leute gucken das an.
wo ich sagen kann, das könnte meinen Kanal ausmachen. Ich mache aber nicht irgend so ein komisches Intro-Ding, wo ich irgendwelche Cutscenes oder irgendwelche Szenen aus Spielen oder sonst irgendwas zusammenschneide, dann labere ich da vielleicht noch ein paar Sekunden drüber, hau noch ein paar billige Effekte drauf und das ist dann der Trailer. Wer guckt sich sowas an? Also jetzt mal ehrlich, ich selber würde es nicht angucken. Also, wisst ihr, in dem Punkt, solche Sachen sind immer komplett subjektiv. Manche würden natürlich sagen, ja, okay, muss sein. Ich sag, ich find's nicht cool. Dementsprechend. Und wenn, das ist genauso in dem Punkt, das ist auch das, was man mir in meiner Ausbildung beigebracht hat, quasi, wenn du zum Beispiel, du kaufst Obst und Gemüse, wenn es schon etwas gammelig ist, ja, die Entscheidung, ob du das wegwirfst oder drinnen lässt, die hast immer du. Und in dem Punkt wurde mir immer gesagt, würdest du es kaufen oder nicht? Wenn du es kaufen würdest, dann lass es drin. Wenn nicht, dann schmeiß es weg. Und dementsprechend, ich würde mir so einen Kanaltrailer nicht angucken, weil mich sowas überhaupt nicht interessiert. Wenn ich mir einen Eindruck vom Kanal machen möchte, dann gehe ich da auf Videos und guck mal und scroll einfach mal oder auf Playlist und scroll mal durch, was es alles gibt. Oder ich gucke mir einfach mal das nächstbeste Video an und guck mir die Person einfach an, weil es sagt 100-mal mehr aus als irgend so ein billig zusammengestellter Kanaltrailer, der vielleicht 3 Minuten geht. Ja, da vielleicht ein bisschen mehr sein könnte, da, wie gesagt, hier der Trailer fehlt, es ist halt keiner vorhanden, solltest du vielleicht mal ein bisschen rumgucken und wenn nicht, lass die einmachen. So Kanaltrailer ist eigentlich schnell gemacht. Also es ist eigentlich nichts Großes. Also geht an sich ganz schnell ein paar Schnibbel aus irgendwelchen Let's Plays oder angezockt oder angespielt, wie es bei dir heißt, genommen. Und schon hast du den Trailer. Ja. Aber die Kanalübersicht bekommt von mir eine Wertung von 65%. So, dann kommen wir jetzt zu den Uploads. Das ist ja praktisch das Wichtige an dem ganzen Kanal. Und übersehen hat keine Thumbnails, aber das darauf gehen wir später ein in der nächsten Kategorie. Jedenfalls haben wir hier Parabird, 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 Parabird. Hast du was anderes? Mal so ganz bescheuert gefragt. Oh ja, hier, Night, Pen and Paper. Plus 1. So, was haben wir noch? Night, Pen and Paper, Night. Oh, hat sich Pixel Heroes angeguckt. Paraworld, 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 Night, Pen and Paper, Night, Pen and Paper. Frohe Weihnachten, ja. WoW, nein, lass WoW. Interessiert keine Sache. Das ist auch wieder so ein komplett subjektives Ding, wo ich sagen müsste, in dem Punkt, dass sich so jemand wie er, der solche Kanalbewertungen macht, das eigentlich, das ist so ein, wirklich so ein Ding, wo ich sagen könnte, du kannst dir das nicht leisten, sowas zu sagen, weil du würdest jeder Person sagen, wirklich jeder Person würde er wahrscheinlich sagen, nur weil er ein Problem mit WoW hat, es hat sogar fünf auf, würde es niemand gucken, dann hätte es keine Aufrufe. Ja? Hier, Gamers Check. Oder wie ich ihn nenne, Hippie-Pirat. Oh boy. Wobei, da kann ich auch gleich hier mal. Und es. Oh. Wir sind hier im anderen Bereich. Wow! Oh, ich finde ihn so gut. Ich finde den so gut. Ja, in dem Punkt, wie gesagt, rein subjektive Meinung. Ich hätte gesagt, sowas sollte man lieber nicht sagen, weil es gibt eine Menge YouTuber, die nur World of Warcraft Videos machen. Und die haben eine
ganzen Haufen Abonnenten. Erklärt denen mal, dass niemand World of Warcraft gucken möchte. Wirklich. Niemand. Erzähl es denen mal. Das will ich sehen. Mach ein Video drüber. Mach eine Reaction auf das Video. Mach ein Video dazu. Und erzähl denen. Geh zu Asmogold. Erzähl ihm mal, dass niemand World of Warcraft gucken möchte. Niemand. Und dann sehen wir mal, was er dir sagt. Weil das ist das, was halt, ja. Aber gut, in dem Punkt, er hat wahrscheinlich keine Ahnung, weil er, ich weiß nicht mal, ob er es gespielt hat. Interessiert keine Sau. Warum? Weil es einfach so ist. Und in dem Punkt liefert er sogar eine Antwort darauf, auf seine Frage, gibt eine Antwort auf seine Aussage, die so lasch ist. Seine Videos. So, gucken wir mal in die Video rein. Hier nehmen wir das. Da habe ich mir schon mal angeklotzt. Da, er bastelt. Da. Ist einer weg. Komm, drei neue. Ein Standbild. Und nein, ich habe nichts gegen. Oh, Leute. Das leckt. Das liegt nicht an mir, das liegt am Video. Hab ich jetzt vielleicht ein falsches genommen. Oh, wobei hätte ich gerne stoppen brauchen. Was mir aber gerade auffällt, ist, dass er sehr, 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 sehr wenig redet. Ich weiß ja nicht, wie lange er das da angeguckt hat. Er guckt rein, rund 20 Sekunden. Das hat mir auch schon mal jemand in die Kommentare geschrieben. Dass ich ab und zu. Es gibt Tage, da muss ich sagen, da habe ich. Da bin ich etwas nachdenklicher. Und da, wo ist eigentlich mein Handy? Oh, ich habe es wahrscheinlich auf der Toilette liegen lassen. Jawohl. Da bin ich etwas nachdenklicher und dann rede ich nicht so viel. Weil es gibt halt ein paar Dinge, die mich ab und zu etwas bekümmern. Und da denke ich halt eben ein bisschen mehr drüber nach. Ja, und dann rede ich halt nicht so viel. Oder wenn ich keine Themen habe, worüber ich reden kann, dann ist halt auch so eine Sache. Aber sonst bin ich ja eigentlich immer recht redselig, wie jetzt zum Beispiel. Wenn ich was habe, worüber ich gut reden kann, dann, man, dann fallen euch am Ende die Ohren ab. Aber in dem Punkt, du guckst dir 20 Sekunden Video an. Oh, er hat drei Worte gesagt. Ich glaube, er redet ein bisschen wenig. So. Ja, okay. Und wieder ein Standbild. Kann man so lassen. Alter. Richtig empört ist der Mann. Boah. Empört. Boah. Also, ich weiß ja nicht. Also, ich glaube, zum Let's Playen bist du so ungeeignet. Weil du sagst nichts. Bist du still. Ich scroll mal vor. Ja, ich muss natürlich wieder so eine Stelle erwischen, ne? Ausgerechnet da! Du sagst nix! Also, ich glaube, du solltest lieber Boxfuß machen. Ja, da kommt eine Zwischensequenz, okay. Und du? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war sogar so eine Stelle, wo ich, bis zu dem Punkt, wo er reingeguckt hat, weil er hat da irgendwie mitten im Video, glaube ich, mal reingeguckt, da habe ich versehentlich mein Mikro gemutet, weil ich hatte an meinem Mikro damals noch so einen Button oder Schalter, und ab und zu, wenn ich mein Headset mal abgelegt habe, dann kann es passieren, dass der irgendwo hängen geblieben ist und hat dann automatisch das Mikro gemutet, und ich habe es halt manchmal nicht gesehen. Ich habe auch zwei Folgen gemacht, die heißen heute mal ohne Ton. Da kommen wir nachher auch noch dazu, weil der gute Herr so schlau ist und dann noch mit reinguckt. Aber in dem Punkt gucken wir mal weiter, weil dann könnt ihr es ja so oder so sehen. Oh ja, und wenn ich hier immer so rüber gucke, ich muss immer auf den zweiten Bildschirm gucken, wie ich immer, je nachdem, ich will das immer sehen, wie ich rede.
Weil es halt in die Kamera so zu gucken und dann, ob ich auch in die richtige Richtung zeige und das Ganze. Wie gesagt, ich mache das zum ersten Mal. Ich bin noch nicht so gut darin, Reactions zu machen. Ich glaube, später sitze ich immer nur so dran, so. Ja. Gestikuliere so, ohne so rüber zu gucken auf den zweiten Bildschirm. Unter anderem lenkt mich die Kamera auch ab, weil ich mich bewege und Bewegungen triggern mich einfach. Aber, sehr gut. Hallo? Ah ne, ich habe ja Warum ist hier OBS. im Menü rum? Und nichts passiert. Hallo? Genau, ja, no shit, Sherlock! Du sagst nichts. Geh nochmal mitten drin. Aber du sagst nichts. Ich weiß auch nicht, warum er da eigentlich das, Also. dieses. Ich weiß ja nicht. Also. Hätte er diesen Kinomodus Wenn man Let's angemacht oder Plays so? macht. Was sagt Sollte man schon mega, reden, mega habe ich mal wack. gehört. Also, tut mir ja jetzt leid, aber ich meine, die Uploads sind vorhanden, aber ich bewerte ja nicht nur die Uploads an sich, sondern auch, ob du überhaupt kommentierst und wieder kommentierst, und das ist ja nicht vorhanden. Ach so, ich wollte ja gucken, ob das HD ist. Ha, das habe ich ganz vergessen zu gucken. Oh. Das mache ich jetzt noch. Also ob das mindestens 720p vorhanden ist. Jo, und daher gibt es auch keine Abzüge. Keine Abzüge. Und Oh mein Gott, das ist auch so dieses Ding. Seine Videos müssen die mindestens so Auflösung haben. Welche Auflösung hat sein Video, ha? Ha? 720p? Und es ist nicht mal in HD? Ja, wo kommen wir denn dahin? Steht kein HD drin. Ich weiß nicht, in was hat er das? Sind das keine 1280? Sind das vielleicht 1260 mal 720? Könnte schon sein. Ich habe keine Ahnung, ab wann genau das HD ist. Ich weiß halt nur, 720 sind eigentlich HD. 1080 sind Full HD. 1440 sind 2K. Und das Doppelte davon von Full HD sind dann 4K. Das sind dann 2160. Man! God Brain! Punkto. Ach, Kopfrechnen. Uff, Leute, es ist schon echt spät. Wir haben jetzt schon 2:18 Uhr. Das geht schon über eine halbe Stunde und ich habe gerade 8 Minuten angeguckt. Holy shit. Ja, Ich was geben wir verdiene da damit für eine kein Geld. Bewertung? Das Problem ist ja, die Uploads sind ja vorhanden, aber allerdings nur ein einziges Spiel. Ich glaube, ich habe 15 Dann Minuten Folgen zum Teil gemacht. What the fuck? kommt wohl jeden Tag eins oder zwei sogar. Oder wie? Weil hier vor 2 Tagen, da kamen 2 Stück gleich. Hier vor 20 Stunden, also gestern kam eins, dann wird heute eins kommen. Ich habe keine Ahnung, also ich nehme an, eins pro Tag, aber halt nur Parabolt und nichts anderes. Finde ich ein bisschen schade. Wie sieht denn das bei den Playlists aus? Gucken wir da mal rein. Ja, da hast du ja auch nicht unbedingt wir. Ey, guck mal hier, WoW, das interessiert keine Sau. Da Ohne kommen wir Mist. wieder auf die subjektive Meinung. Ja, WoW, random. Genau selbe Kack. Here is my the magic, ist okay. StarCraft. Interessiert auch keine Sau. Musik. Das ist tatsächlich so eine Playlist, da muss ich sagen. Das ist zwar random. Ich habe die Playlist quasi, ach, ich weiß nicht, wie ging das nochmal? Da konnte jemand Playlist von anderen irgendwie zu seinen hinzufügen. Also ich habe die irgendwie. Ich habe das irgendwie oder abonniert. Ich habe keine Ahnung, irgendwie so, weil ich fand die Musik immer cool von StarCraft. So diese Jukebox-Musik und die habe ich mir dann immer so angehört und ich habe die damals so unter den Playlisten halt gefunden, weil ich habe da oder habe ich ne, nein, ich habe da eine eigene Playlist dafür erstellt. Genau. Und in der halt die ganze Musik zusammengefasst war, damit ich das so an einem Stück durchhören kann, ohne dass ich immer die einzelnen Videos, weil die einzelnen Videos waren nicht in der Playlist zusammengefasst. Weil die von unterschiedlichen Leuten waren, die das hochgeladen haben. Und so habe ich das dann alles einfach zusammengefasst. Und es ist halt so, ich könnte es ja auch auf privat stellen, ich habe es einfach auf öffentlich gelassen. Ich war damals vor 5 Jahren, gut, zu dem Zeitpunkt war ich 16. Ich sei nicht gesagt, ich wurde da nicht alt. In dem Punkt muss ich auch sagen,
das ist wiederum Meckern auf hohem Niveau, was er da teilweise tut. Ich habe halt null Ahnung von YouTube gehabt. Also wirklich, ich habe null Ahnung gehabt. Ich habe jetzt immer noch null Ahnung. Ich bin jetzt 21. Ich werde bei 22. Oh. Aber naja, gut, ich weiß jetzt wesentlich mehr Dinge. Also ich habe wesentlich mehr Sachen herausgefunden und sowas. Dies und das. Und ja, also sind halt so Sachen. Okay, gut, das ist halt wieder seine subjektive Meinung. Wenn er sagt, er würde es nicht drin haben, ich sag, hey, ich hab's erstellt, weil ich es erstellen wollte. Gibt auch Leute, die gucken das halt an. Vielleicht sind manche Leute mir dankbar, weil ich die Playlist erstellt habe. Ich, I don't know. Wenn die nach StarCraft 2 Musik suchen oder nach StarCraft 2 beste Musik, dann kommen sie auf meine Playlist. Dann gucken die, vielleicht habe ich die auch gelöscht, dann muss ich mal nachgucken. Ich weiß nicht auch, könnte auch, komm, das machen wir jetzt. Da gucke ich jetzt mal nach. Da bin ich auf meinem Kanal. Könnt ihr hier alles sehen. Solltest du nicht entgehen lassen, wichtiger wäre halt Maul. Kingdom Come. Er hat eine Menge Playlists hier eigentlich. Und zwar an Videos. Steht da die Klickbar nicht dran. Wobei ich glaube, da muss ich auf die Playlist drauf gehen. Habe ich die? Ich glaube, ich habe die tatsächlich gelöscht. Oh, Favoriten. Was ist da mit drinnen? Oh, die Playlist geht halt auch nicht auf. Die Playlist ist tot. Okay. Ja, gut. Aber. Nö, die gibt's anscheinend nicht mehr. Die habe ich wohl gelöscht. Also ich weiß, ich habe mal meine Playlist aufgeräumt, weil ich ein paar gelöscht habe und ein paar zusammengelegt habe, so, weil ich der Meinung war, ich habe zu viele Playlists. Aber gut. Also hast du das jetzt richtig? Night of Pen and Paper und wo ist denn und Parabolt? Mehr nicht. Und Gothic 2 und Heroes of Might and Magic und Random Videos. Und der Kanal gibt's seit 2011. Wobei. Boah, schäm dich. Hä? Was? Zum Geier, hä? Also das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Hä? Er sagt, okay, seit 2011. Ja, Beitritt. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe, das war der 20.11.2011. War der Zeitpunkt, an dem ich damals Internet hatte. Damals war ich 12 Jahre alt, ja? Und ich habe mir natürlich, weil ich Kommentare auf YouTube schreiben wollte, habe ich mir einen YouTube-Kanal gemacht. So, und dann wurde so dein Kanal eben gegründet. Und dann steht da auch Beitritt 2011 dran. Ich habe aber erst gegen, ich glaube, Mai 2014 angefangen, Videos zu machen. Weil das dementsprechend, wobei das war vielleicht schon ein bisschen früher, gehe ich auf meinen Kanal. Naja, da muss ich jetzt hier gehen. Mein Kanal, Videos. Sortieren nach. Hinzugefügt am ältesten. Die Adolf Katze. Mein meistgeklicktes Video. Bestes Video überhaupt. Das war echt ganz random. Da waren wir im Urlaub und dann haben wir die Katze getroffen und ich habe das halt einfach hochgeladen, weil ich hatte ja meinen Kanal und so. Das war auch random, das Elisabeth Sings. Dieses letzte, was ich momentan spiele, das war auch irgendwie random, was ich da hochgeladen habe. Ich wollte einfach irgendein Video machen und dann habe ich das einfach gemacht. Meine Soundqualität war da abgründig. Aber gut, reden wir nicht mehr drüber. Reden wir nicht drüber. Aber in dem Punkt vor 7 Jahren, wir haben jetzt 2021 und es war eben 2014. 2014. Mein Let's Play hat auch angefangen, wobei es war sogar schon 2015 eigentlich. Oder bin ich jetzt dumm? Nein, doch, 2015. 21, 6 Jahre, 2015. Wobei, bei seinem Video kam 2016 raus. Ich bin irgendwie immer noch bei 2020. Ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Wenn ich so durchgehe. Gut, ich habe nur Gothic gespielt, weil
ich habe halt irgendwie zu dem Zeitpunkt nichts anderes. Ich habe mich damals, okay, ich habe damals ganz einfach gesagt, ich habe mich nicht getraut, ein zweites Projekt anzufangen. Ich wollte ein Projekt mal machen und bin Gothic beste Schiene, die man fahren kann. Also no shit, hier 70 Aufrufe. Ich kann auch random einfach mal, das hat 7 oder 27 Aufrufe, diese Videos, die waren so ein Crap, holy shit. Wenn, dann würde ich mit Yannick spielen oder so mittlerweile. Und dann würden wir halt auch ein paar Stunden, da könnte ich die Boys eigentlich mal fragen. Ich wollte eigentlich auch mal, Heroes 5 wieder spielen. So, weil wenn ich so reingucke, ich gehe jetzt mal auf irgendein Random, wenn ich das, da habe ich mal reingeguckt, so. Kann ich einen Haufen Münzen prägen? Ich bin so gut, dass man... Warum erfahre ich das erst jetzt? Naja, so kann man auch arbeiten. Oh, mit der Frage. Mal dahin. Das ist cringe. Ach. Ich weiß nicht, ob ich da mein Mikro im Mund gehabt habe oder. Also, wo genau ist denn da mein. Ah. Ich glaube, ich habe so geredet. Kann es sein, oder? Ich denke mal, das müsste sich bestimmt gut anhören, wenn ich so rede, oder? Zum Glück benutze ich das nicht. Ich weiß nicht, wie gut es ist. Ich weiß nicht, wie gut Razer-Mikros sind, aber... Oh, wir haben jetzt schon 2:30. Uff. Ja, gut. Sklaven getötet? Mir echt egal. Getötet haben. Nichts zu holen. Weil wer weiß, woher die Sklaven noch alle haben. Also ich weiß nicht, stimmlich bin ich da auch irgendwie ein bisschen am Abgrund. Jetzt echt mal ohne Mist. Da muss ich leider eine Abfuhr erteilen. Uploads sind vorhanden. Rechne ich sie auch hoch an. Aber dass du halt nicht kommentierst dafür, dass es ein Let's Play ist. Was ich ja mal stark annehme. Weil du deinen Kanal ja auch so betitelt hast. Also. Hier, so Let's Play und so, ne? Und ja. Professionell, unprofessionell, ja. Eher. Unprofessionell, blöd das jetzt klingen mag, aber so, dann kommen wir jetzt zu der Bewertung. Das sieht, hört sogar seinen PC im Hintergrund, das holy sieht shit, nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, auch wenn wir uns kennen, aber ich gehe da ganz trocken ran, also ne, da kannst du noch so, das kannst du doch nicht machen, ja doch, siehst du, was ich kann. Wow. So. Und dann kommt der 6 Jahre später zu mir. Du kannst doch keine Reaction machen. Du siehst doch, dass ich es kann. Und zwar kriegen die Abschluss. Sie haben Post. Ein E-Mail-Programm auszumachen. 46%. So, E-Mail-Programm aus. So. So. Auf YouTube-Werbung erwähnt, what the fuck. Ja, ah, okay, er war sehr schlau und hat da seinen eigenen, hat sein Kanal-Ding als E-Mail genommen. So, dann kommen wir jetzt zu den... Muss ich auch mal machen, eigentlich. Und die sind schlicht und ergreifend. Also, ja gut, ich hab ich auch eigentlich. Ich hab Mr. Asker 70, so eine Mr. Asker 70 E-Mail-Adresse, die hat Google damals automatisch erstellt, das weiß ich noch. Wo das auf Google, wo Google YouTube gekauft hat, musste man sein Google-Konto erstellen und hat halt meine eigene Google-E-Mail-Adresse und sowas und das hat dann den Kanalnamen genommen irgendwie. Keine Ahnung. Habe ich auch. Aber ich müsste mir mal da so eine, quasi so eine Geschäftsadresse, weil die kann ich auch, dann kann man mir auch, könnten mir auch Leute Anfragen schreiben oder sowas. Sonst müssten die sich halt über andere Wege melden. Nicht vorhanden. Nicht eins. Nicht ein einziges. Nicht eins, nicht zwei. Nein, auch nicht drei. Also, nicht eins. Außer die da. Doch. Und wisst ihr, bevor wir da jetzt kommen, was der Clou ist? Er spricht gleich an, dass ich halt das erste Video, das ich da habe, ich ein Thumbnail gegeben, weil er mir erklärt hat, ich dachte mir, ich mache den Big Brain Move. So, ja, okay. Damit ich kein random Thumbnail vorne dran habe, gebe ich dem ersten Video, weil das erste Video in der Playlist ist auch gleichzeitig das Playlist-Thumbnail.
Also nehme ich einfach ein für das erste Video eben ein Thumbnail, was eben das ganze, was eben die ganze, was für die ganze Reihe steht. Und dann ist es ein dann Playlist-Thumbnail. Die Leute klicken eher drauf, weil die sehen, oh cool, interessantes Thumbnail und so. Und dann geht das so weiter. Das war Big Brain. Big Brain Time. Warte mal, hier ist Parabol. Ich gehe mal in die Playlist rein und guck da. Ist das ein Thumbnail? Ja, nicht wirklich, ne? Kann man jetzt nicht sehen, dass das wirklich Parabol ist. Also nur wenn man es weiß vielleicht. Aber sonst auch nicht. Ah ja, da war speichern. So, hier, da kann man sehen. Das wird wahrscheinlich auch nur das erste Video sein. Wahrscheinlich. Ja, erste Video hat ein Thumbnail. Okay. Also da solltest du mal was machen. Dio Gothic 2, das ist auch das erste. Das ist aber auch kein richtiges Thumbnail. Das ist aber ein Mega-Delay bei dem. Diese Icons, die es da gibt, kann man auch selber machen, aber halt nicht zugeschnitten passend, aber ja, Thumbnails sind schlicht und ergreifend, wenn man es mal jetzt ganz hart nimmt, nicht vorhanden, so gesehen. Also Thumbnails sind in dem Punkt auch nicht wirklich so wichtig. Ich könnte jetzt auch immer mit den YouTube Thumbnails das machen und es gibt bestimmt Leute, die draufklicken, also so ist es jetzt nicht. Ich habe auch, das sieht man auch bei einigen, ich habe auch mal, weil mir das Tilly gesagt hat, weil Zombie hat das ja auch mal eine Weile gemacht. Ich war früher mega Zombie-Fan, mittlerweile gucke ich ihn gar nicht mehr, weil ich bin nicht mehr so in dieser Let's Play-Schiene mit drinnen, dass ich so sage, ja okay, ich gucke hier, ich habe früher German Let's Play, Zombie, Gronkh, Sergeant Rumpel und wie sie alle heißen, jeden Tag genug Videos geguckt. Das Einzige, was ich auf YouTube jetzt gucke, sind halt nur noch Sachen wie, ich gucke entweder Space Rocks, Kuchen TV, wenn CK ein Video hochlädt, gucke ich mal, da, das ist auch ein, das, der macht ja auch ein Let's Play von Legacy of the Duelist, das gucke ich mir an, weil ich das lustig finde bei ihm und weil er mehr Ahnung von Yu-Gi-Oh! Hat als ich und sowas, das sind so die Leute, die ich mittlerweile gucke, ich gucke halt wirklich nicht mehr oder solche sowas wie Psych2Go oder sowas, die halt mehr so auf dieses so Mental Health Sachen und so, was ich halt, also Dinge, aus denen ich eher mehr, oder Tutorials und sowas, wo ich selber halt was rausziehen kann und sowas, was mir halt hilft für dementsprechend auch Problembehebungen, dies und das so. Aber wirklich, also wie gesagt, so Let's Plays gucke ich selber an sich. Ich mache welche, aber ich gucke sie nicht mehr so wirklich. Das habe ich früher mehr gemacht, aber... Es ist nur beim ersten Video immer ein Thumbnail da. So wie das aussieht, das finde ich sehr, 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 sehr schade. Das Ding ist ja, es muss ja... Ich glaube, ich war gerade mega off-topic. Wenn ich da nur so ein Bild sehe, so... interessiert mich nicht. So, wenn ich aber... das Dings sehe, das Logo dazu, dann klicke ich da dementsprechend drauf. Das stimmt nicht. Auch ich könnte da ein Thumbnail drauf klatschen mit Logo, die Leute klicken halt trotzdem nicht drauf, wenn sie keinen Bock drauf haben. Es ist bewiesen, dass Menschen sind sehr faule Leute, oder allgemein Menschen sind sehr faule Leute. Hier, moin! Menschen sind sehr faule Wesen, das ist klar. Sehe ich auch immer in der Arbeit, wenn die Leute die Zettel am Leergutautomaten nicht lesen und mir immer tausend dumme Fragen stellen, aber ein gefühlt ausführliches FAQ an dem ganzen Automaten haben, was sie aber nicht lesen, weil sie können mich auch fragen und mich von der Arbeit abhalten, finde ich auch immer geil. Und die Leute, die lesen halt auch dementsprechend die Titel nicht. Wenn ich schreibe, oh, Let's Play Paraworld, lesen sie halt nicht. Die gucken halt auf Thumbnail, okay, Paraworld, kenne ich nicht, klicke ich halt nicht drauf. So, manche denken sich, oh cool, Paraworld, klicken sie halt drauf, weil es halt cooler, wenn ich jetzt, dementsprechend mache ich jetzt immer wieder auf meinen Kanal, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das nehme, das Thumbnail, hier mein Dude,
so ein anderer Dude und dann hier dementsprechend Re-Reckoning, der Titel und dann Folgenzahl. Ja, passt dementsprechend. Aber wie ich vorhin gesagt habe, Thumbnails braucht man nicht unbedingt. Man kann auch ohne auskommen. Man verpackt quasi dementsprechend das Video mit schönem, also ohne Thumbnail wäre das Video quasi wie so ein grauer Pappkarton. So, du stellst ihn hin und das war's dann. Und er denkt sich, ja, okay, ist halt so, steht halt da. Und mit Thumbnail ist es halt dann quasi so ein Pappkarton, ist ein grauer Pappkarton, aber mit bisschen buntem Geschenkpapier und einem Schleifchen oben drauf. So kann man sich das vorstellen. Und dementsprechend ist es halt dann deine oder eure Entscheidung, nehme ich jetzt einfach den grauen Karton oder nehme ich den mit dem bunten Schleifchen und dem schönen Geschenkpapier und mache den auf. Im Grunde genommen ist in beiden dasselbe drin, bloß sind sie dementsprechend anders verpackt. Andere sieht halt einfach schlicht aus und das andere sieht halt ein bisschen schöner gestaltet oder man könnte sagen, okay, der eine hat sich da Mühe gegeben und der andere hat es halt einfach hingeschmissen so. Einfach so, bam, raus, gerendert, auf YouTube geworfen, so, shut up and take my money. Hat damit nichts zu tun, aber so, in der Hinsicht, ich hätte auch hier zum Beispiel sowas nehmen können. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Ich wollte das eigentlich nehmen, aber YouTube hat den Moment so gut eingefangen, ich kann die auch nicht runterladen, das finde ich halt schade. Ich konnte das nicht einfangen. Es war halt, ich hätte das so gern genommen, das Ding, aber naja. Oder andere Sache, zum Beispiel hier, Legacy of the Duelist, mit dem schwarzen Rotaugendrachen, wo der gerade so beschworen wird, die Animation. Da habe ich mir auch einen Screenshot gemacht, da mache ich auch ein ähnliches Thumbnail draus. Das ist auch so ein Thumbnail. Würde ich das so nehmen? Ich denke mal, da würden Leute draufklicken, weil es sieht einfach gut aus. Also no shit, ich würde draufklicken, weil ich finde, das sieht richtig gut aus. So. Und wie man sieht, habe ich hier noch ein paar Sachen offen. Meine Unboxings habe ich auch alle gemacht und so. Da kommt die Tage auch noch ein bisschen was. Ich habe auch noch ein bisschen was ich hochladen muss. Natürlich das hier auch. Geht auch schon fast eine Stunde. Aber gut. Gucken wir da ein bisschen weiter. Ne? Weil nicht jeder liest sich den Titel durch. Da hat er recht. Manche, die sehen das Bild und bupp, klicken drauf. Ja. Und deswegen sind wir jetzt nicht vorhanden. Sie sind bei manchen vorhanden. Oh. Deshalb bewerte ich das jetzt nicht so hart. 50%. Und dessen sage ich zu den Thumbnails gute 30%. Ich bewerte es nicht so schlecht, weil es gibt mir irgendwas da. Oh, 30%. Kann ich auch gleich 0 geben. Das ist die Kanal-Info. So. Na du Nase. Mal schön vor. Na du Nase. Ja, ich habe auch eine Nase. Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr habt mehr als eine Nase. Vorstellungs- Info und angespielt Videos. Das wenn ich das mal so angucke, ich glaube, ich habe ein paar Schreibfehler reingehauen. Meine Rechtschreibung war zu dem Zeitpunkt echt scheiße. An Rollen, wobei das ist sogar passt, oder? Wenn ich das angucke. Solltest du vielleicht ein bisschen anders strukturieren. Das Let's Plays würde ich komplett weglassen, weil wirklich Let's Plays sind bei dir nicht vorhanden, weil du ja nicht redest. Also, nicht wirklich. So, dann Vorstellungsinfo. Dann machst du noch ein pass auf. Vorstellungs, Komma, ist richtig, dann machst du einen Bindestrich, Leerzeichen, Info, Komma, Bindestrich. Wieso macht man dann Komma und Bindestrich? Ich weiß nicht, ob er jemals EDV in der Schule gehabt hat. Aber es macht halt gar keinen Sinn. Für was macht man da Bindestriche? Sowas nennt man eine Aufzählung. Da macht man keine Bindestriche. Und angespielt Videos. So. So schreibt man es richtig. Grammatikalisch. Immer. Immer. Ich spiele hier, was ich will.
Mein EDV-Lehrer hätte ihn wahrscheinlich dann dafür getötet. Der hätte ihn aus dem Fenster geschubst. Ich sag's euch, der Mann war brutal. Okay. Da könnt ihr auch Yannick fragen. Wir rauchen auf spezielle Wünsche ein. Und was mir Spaß macht. Das heißt, hier wird wahrscheinlich ziemlich viel an Rollen- und Strategiespielen zu finden sein. Also, Punkt. Also noch lustloser kann man gar nicht lesen. Also, ist ja wirklich. Das sind sogar, wenn ich diese Storytexte aus Legacy of the Duelist vorlese, sind sogar noch enthusiastischer als das hier. Also jetzt mal bitte. Ab und zu vielleicht mal ein Shooter, da ich nicht so der Fan davon bin. Also du bist kein Fan von Shooter, es wird aber trotzdem welche geben. Ja, dann würde ich sie nicht spielen, wenn's nicht der... Oh, no shit, Sherlock! Hä, es gibt auch Shooter. Wenn du kein Fan davon bist, dann spielst du nicht. Aber wenn ich doch mal Bock drauf hab, dann kann ich da trotzdem spielen. Weißt du, das ist wieder das gute Ding. Hier oben steht, ich spiele, was mir Spaß macht. Und dann finde ich mal einen Shooter, nehme ich zum Beispiel sowas wie Borderlands. Borderlands, gutes Spiel, außer der 3, den finde ich nicht so cool. Spiele ich aber trotzdem. Ist auch wieder so ein Ding, mir gefällt der 3er nicht, ich spiele ihn aber trotzdem. Weil ich die Story fertig spielen möchte und sowas. Und 120 GB, da möchte ich noch ein bisschen, ich habe 70 € dafür gezahlt. Also bitte, ich möchte auch die DLCs dazu spielen. Laut seiner Meinung, nein, darf ich nicht spielen, weil Shooter machen mir nicht so Spaß. Ist zwar ein Loot-Shooter mit Rollenspiel-Elementen und sowas, aber laut seiner Meinung, ich dürfte es nicht spielen, weil es macht mir ja nicht so viel Spaß. Merkt euch das. Genre ist. Merkt euch das. Einfache Sache. Ja. Ganz einfache Sache. Ich kann Rollenspielen, deshalb wird es bei mir auf dem Kanal nie Rollenspiele geben. Er hat's gesagt, ja, Leute. Er hat's gesagt. Ganz klare Sache. Braucht man auch kein YouTube auch so machen. Gut, es geht mit anderen YouTubern in Kontakt, schreibt man groß, zu stehen. Damit es auch mal ein wenig Abwechslung, schreibt man groß, unter meinen Videos gibt. Also Abwechslung insofern das Projekt mit. Ich finde es auch gut, wie ich es Abwechslung klein geschrieben habe und dann groß. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob der Ahmed schon mit reingewirkt hat oder nicht. Ihr müsst wissen, ich hatte ab einem gewissen Punkt in der Schule, da war ich ja schon auf der weiterführenden Schule, da war ich auf der Wirtschaftsschule, da hatte ich einen türkischen Deutschlehrer und der Mann hat halt nicht gerade wenig Schreibfehler gemacht. Also, da könnt ihr Yannick fragen. Der war natürlich da auch mit dabei, weil ich war ja da zu dem. Klar, habe ich Yannick ja erstmal kennengelernt. Ihr könntet ihn auch fragen. Ihr müsst auch mal mit ihm darüber reden. Ihr könntet mal ein ganzes Video über das Ganze machen. Es waren so 1,5 Jahre, in denen wir den hatten. Der hat unseren ganzen Sprachgebrauch. Der hat ihn einfach zerstört. Mein Problem ist halt, danach 4,5 Jahre netto, nachdem ich rund 4,5 Jahre auch nur mit Leuten dann gearbeitet habe, die alle nicht ganz so grammatikalisch richtig Deutsch gesprochen haben, muss ich sagen, es hat doch schon ein bisschen abgefärbt am Ende. Also, verwende ich Artikel auch nicht mehr ganz so richtig, wie es eigentlich sein sollte. Anderen gestartet werden. Aber gut, wenn ich mich manipulieren lasse. Also Abwechslung insofern, dass Projekte mit anderen gestartet werden, damit man... Alter, der Satz ist total kirre. Was ist daran so schwierig zu verstehen? Ich versuche auch, so gut es geht, mit anderen YouTubern in Kontakt zu stehen, damit es auch mal ein wenig Abwechslung unter meinen Videos gibt. Also, in Klammern, für Leute, die es nicht verstehen, für die mit dem wenig Brain, die keine so Big Brains haben wie ich, wie ihm zum Beispiel, weil bei ihm scheint es anscheinend ein bisschen, bei ihm dreht sich da anscheinend schon alles. Das raucht ihm schon aus den Ohren. Das hört man schon.
Müsst ihr nur genauer hinhören, das ist Knistern im Hintergrund. Also Abwechslung insofern, dass Projekte mit anderen gestartet werden, damit man nicht immer nur mich auf meinem Kanal sieht. Ist doch ganz einleuchtend. Ich sag damit nur, ich versuche ab und zu mal Koop-Sachen zu machen, damit ihr auch mal andere Leute als mich seht. Damit sie nicht zu mich ertragen. Ist halt doch einleuchtend. Also bitte. Das kann man doch ganz einfach verstehen. Mutig. Abwechslung insofern. Insofern, Komma, mit Doppel S, Projekte. Warte, wo kommt hier, Abwechslung, insofern, wo kommt der Komma hin? Okay, gut, wenn er sagt, jetzt das mit Doppel S, da könnte schon Komma hinkommen, und das, wobei ich sag, nee, nicht das Projekte, das wäre dann seltsames Deutsch. Mit anderen gestartet werden können. Damit man nicht immer nur mich auf meinem Kanal sieht. Ja. Er interpretiert zu viel. Er interpretiert in den Satz zu viel rein. Also wirklich. Das war mal eine kurze Beschreibung, schreibt man groß, zu meinem Kanal. Punkt. Da unten findet ihr noch weitere. Ohne Witz, das macht mich langsam verrückt. Der macht so viele Nebengeräusche. Also, ich kann sogar seinen PC hören. Wichtige Links schreibt man groß. Und ja, ich weiß, das mit Steam schreibt man groß ist etwas blöd. Aber wer will, kann mir eine Anfrage schicken. Und jetzt blöd? Klickt er natürlich auf Steam. Hä? Was ist daran blöd? Ist mein Licht aus? Ja, du hast dein Profil privat gemacht, dann kann man dir gar keine Anfrage schicken. Du bist ja auch ein Fohl. Du hast das privat gestellt, willst aber, dass man dir eine Anfrage schickt. Kann man nicht, wenn geht du privat mittlerweile steht. Schon. Es funktioniert nicht. Schon. Geht das nicht. In 21 okay. Schon. Anfragen kann man nur auf öffentliche Profile schicken, nicht auf private. So, aber hier hat er noch Twitter. Ich kann deiner Mutter auch Profile Anfragen schicken, wenn sie ihr Profil auf privat hat. Sorry, der Joke war. Musste sein. Hier hast du irgendwas falsch gemacht mit Google. Wieso? Das war schon standardmäßig mit drin. Irgendwas hast du hier falsch gemacht. Hier würde ich mal den Banner reinmachen, mein Freund. Ne? Ja. Hier muss der Banner rein. Von YouTube. Was hat Google Plus mit YouTube zu tun? Das ist das Ding, das habe ich auch nicht verstanden. Dieses Google Plus Profil war damals Zwang, nachdem Google, weil Google wollte ja eigene Social Media Dinge machen, ähnlich aufgebaut wie Twitter, Konkurrenz zu Facebook und sowas. Es ging ja dann irgendwann unter. Mittlerweile gibt es, glaube ich, mal gar nicht mehr. Oder? Gibt es noch Google Plus? Wie klar. Oder? Kann ich auf Google Plus gehen? YouTube Studio, Konto wechseln, meine Daten auf YouTube. Gibt kein Google Plus mehr. Für was hätte ich denn einen Banner reinmachen sollen? Wen interessiert mein Google Plus Profil, wenn er auf meinen YouTube-Kanal geht? Und Google Plus war dann eben als Link schon standardmäßig mit drin. Aber ich würde mal in den Banner, hier in den Einstellungen bei Links kannst du einstellen, dass bis zu 5 Links im Banner erscheinen. Dann erscheint da nicht nur Google, sondern auch der Rest. So, hier Twitch. Warum hast du Twitch? Ich habe dich noch nie twitchen gesehen. Ich dich auch noch nicht. Jetzt will ich mal gucken. Warum machst du da Twitch rein, wenn du doch eh nie streamst? Also das kannst du weglassen. Du streamst nicht, hast aber Twitch drin. Also das kannst du... Das kannst du da rausnehmen. Das sind auch so Dinge, na okay, er hat halt keine Hintergrundinformationen über das. Ich hätte auch damals vorgehabt, eben zu streamen, weil Twitch war damals so unbekanntes Territorium. Ein paar Leute haben sich so vorgewagt und ich dachte mir, okay, könnte ich auch streamen eigentlich. Weil da ging dann Twitch langsam durch die Decke, meine ich, oder war das 2016? Ich glaube schon.
Da habe ich so angefangen, dann, also da waren dann mehr, wesentlich mehr Leute auf Twitch und dann ging das die Jahre dann wirklich so hoch. Jetzt ist ja Twitch Hochzeit, wo ja wirklich, oder allgemein, wo das Streaming ja richtig durchgeht. Bin ja auch aktiv auf Twitch. Folgt mir auf Twitch, da gibt's nice Streams. Jetzt fehlt halt noch Facebook, ne? Eine Facebook-Seite. Und dann. Für sowas habe ich mir nie Mühen gemacht. Wenn du noch irgendwelche Werbelinks hast, sei es Amazon, Werbekampagne, Werbe-Dingsbums. Oder keine Ahnung, ja, mach rein, was du hast an Links zu irgendwelchen Social Networks, wenn es Instagram Media ist, Printer ist, hast du nicht gesehen. Wer benutzt noch Pinterest? Jeden Quartal 36 Abonnenten, 3328 Aufrufe, ist eigentlich ganz ordentlich. Und seit 2011 gibt's ihn. Ich weiß nicht, seit wann er aktiv ist. Oh, jetzt spricht es mal an. Scheint aber schon eine Weile zu sein. Wenn ich so von Paraworld ausgehe. Ja, Kanalinfo ist an sich ganz gut. Wow. Aber er hat gelogen. Er macht kein Let's Plays, weil er redet ja kaum. Das muss ich immer wieder betonen. Tut mir leid. Nee, die Kanalinfo ist ordentlich. Wenn du noch Facebook hast, also sei es, also Privatprofil würde ich jetzt nicht unbedingt veröffentlichen. No shit, Sherlock. Aber wenn du eine Facebook-Seite hast, ansonsten mach dir eine. Das ist eigentlich ganz schnell gemacht. Und dann werden deine Videos auch auf Facebook dann gepublished, also veröffentlicht. Und umso mehr Reichweite bekommst du dann auch. Und ja. Und wenn du eventuell noch, keine Ahnung, Google Community oder keine Ahnung, es gibt ja so viele heutzutage, kannst du ja totschmeißen, schmeiße drin. Also von daher kommt die Kanalinfo. Ich war mal überlegen, ob ich mein Instagram da nicht verlinken soll, weil ich bin auf Instagram seit der ganze Weile schon öffentliches Ding. Ich habe auch keine paar, okay, ich habe ein paar Leute, natürlich habe ich die Leute, die mich so kennen, abonniert, aber ich hätte jetzt nicht kein Interesse extra, weil ich bin ja ich habe mir sogar mein Zeug da verlinkt. Ich habe mein YouTube verlinkt, ich habe hier mein Twitch habe ich da reingeschrieben, wie ich da heiße, weil ich kann leider nur einen Link in mein Profil reinpacken, warum auch immer. Wenn ich wahrscheinlich mehr Abonnenten habe, könnte ich da 1000 Links reinpacken, so wie es die anderen auch tun. Aber gut, ich kann auch erst ab 10.000 Followern, kann ich dann auch erst irgendwie in meine Stories Links reinpacken. Das finde ich auch so eine Regelung von Instagram, die finde ich halt mega weird. Weil dann kann ich auch keine Links zu meinem Stream reinpacken, wenn ich da mal eine Ankündigung mache. Twitter war ich am überlegen, ob ich das mal reaktiviere. Aber ich glaube, Twitter ist mir mittlerweile zu toxisch. Storm hat mir auch abgeraten, Twitter zu benutzen, weil er meint, Twitter ist aktuell in so einem Status, es gab mega am Untergehen und in ein paar Jahren hat es denselben Status wie Facebook und dann juckt Twitter echt niemand mehr. Und wenn ich so nehme, ich glaube, wer war das? Ich glaube, Vic und KuchenTV, die sich teilweise von Twitter mittlerweile distanzieren, weil die sagen, die Plattform ist mittlerweile einfach zu toxisch. Ja, gut, Reichweite gibt es halt richtig gut, also mega. Aber ich bin halt überlegen. Telonym habe ich auch noch, das konnte ich auch noch eigentlich verlinken. Ich muss aber bloß meinen Account mal eigentlich, ich muss gucken, dass ich meinen Account wieder reaktivieren kann, weil nachdem mein altes Handy kaputt gegangen ist, kann ich mich nicht mehr anmelden. Und ist halt so. Nachdem es in den Zirkus wollte, einen fünffachen Backflip gemacht hat, dann nicht mehr angesprungen ist. Gut, das Ding war auch schon 3 Jahre alt. Aber die ist ja an sich ganz in Ordnung. Naja. Kann man ja nicht meckern. Wenn jetzt nochmal 30% kommt, Alter, dann hau ich dich. Also bin ich der Meinung, es sagt eigentlich alles aus, was es gibt. Auch wenn es nicht vorhanden ist, aber ist egal. Nein. Bekommt die Kanalinfo von mir sage und schreibe 84%. Wow. Da müssen wir. Jo. Wow! So, dann gehen wir mal wieder auf die Übersicht und wollen doch mal sehen, was wir im Endeffekt rausbekommen für den lieben Mistaskar. 70. Oh, jetzt kommt der Taschenrechner. Jetzt kommt der Taschenrechner. So, da haben wir die Chosen.
Hat er echt sein Editor-Stick auf? Für den Banner. Wir haben. Ich weiß nicht, ob er das absichtlich da rein hat oder ob er am Ende im Endeffekt eigentlich das. Weil mir ist es auch schon bei manchen. Mir ist es schon ein bisschen aufgefallen, dass der Rand ein bisschen so groß ist. Vielleicht hat da jemand auch das Video ein bisschen zu groß. Ach, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Darum sind es 720p. Er hat wahrscheinlich in 400. Oder waren. Ich könnte mir vorstellen, dass er es in 480 aufgenommen hat. Und ist dann quasi in 720 und dann wurde das Bild quasi so gestreckt. Und dann ist es halt dementsprechend so die Ränder hier so, weil das so krass gestreckt wird. Dementsprechend ist da ein Teil so abgeschnitten. Das hatte ich auch schon mal. Weil ich da die Auflösung ein bisschen verkackt habe. Weil das Bild auf einmal zu, weil ein kleines Bild auf einmal zu groß ist. Und dann, ja. Abwärtskompatibel ist alles gut. wenn man es größer macht, ich habe auch meine Streams mal von 1280 auf 720. Ich habe es quasi verdoppelt auf eben 2K. Manche sahen davon auch nicht mehr so ganz so gut aus. War ein bisschen pixelig, aber ich kann mir vorstellen, dass er dementsprechend einfach dass das irgendwie ein bisschen zu groß gerendert hat, dass es dementsprechend dann ein bisschen übersteht. 65 für die Kanalübersicht. Wir haben 46 für die. Boah, über 100%. Wir haben 30 für die Thumbnails und 84 für die Kanalinfo. Macht 255. So, das geteilt durch 5 macht 51. Ei. Habt ihr gehört? 51%. Ist nicht gut, ist nicht schlecht. Ihr seid professionell, unprofessionell. Könnte allerdings besser sein. Aber könnt trotzdem auf den Kanal gucken, wenn ihr Videos findet, wo er vielleicht was sagt. Also ein bisschen mehr in dem Video, wo ich drin war. Dann sagt's mir. Und ich würde, wie gesagt, Thumbnails wirklich benutzen. Also ich würde es wenigstens bei den Vorstellungsvideos wenigstens benutzen. Das ist so mein Vorschlag jetzt. Wenn ihr nicht überall welche machen willst extra, dann macht es doch wenigstens hier in diesen angespielt und Vorstellungsvideos. Weil da ist ja auch kein einziges Thumbnail vorhanden. Finde ich ein bisschen schade, ganz ehrlich. Weil der Kanal hat definitiv Potenzial, ist ja da. Und aber du machst halt nichts draus. Blöd, dass jetzt klingen mag, aber es ist nun mal eine Tatsache. Ja, gut, dann war's das von Mr. Asker. Und wenn ihr auch mal bewertet werden wollt, dann geht einfach auf meinen Kanal und dort könnt ihr dann, dort ist nämlich ein Link und der ist nämlich nicht da, sondern der ist in der Kanalinfo versteckt, das heißt versteckt, woanders geht es ja heutzutage gar nicht mehr. Und da ist ein Link, der ist nämlich hier, Kanalbewertung, Anmeldeformular, das muss ich auch noch ändern, weil ich da was Neues habe. Ja gut, ich glaube am Ende kommt halt nur noch. Weil irgendwo hat er das. Ich weiß nicht, ob er das rausgeschnitten hat oder ich glaube aber nicht. Er hat doch aber irgendwo. Er hat auf random Videos da drauf geklickt. Das will es nicht mehr la. Seht es nicht mehr? So, gucken wir mal in die Video rein. Hier nehmen wir das. Da bin ich. Ja, ich schon mal angeklotzt. Da, er bastelt. Da. Ja, ich muss natürlich wieder so eine Stelle erwähnen. Du sagst, es sind vorhanden, aber ich bewerte ja nicht nur die Upload. Hab ich ganz vergessen zu gucken. Jo, und daher, interessiert. Und gucken. Hä?
Das finde ich jetzt ein bisschen suspekt, weil ich weiß noch, er hat da an einer Stelle mal geguckt, also hat er so reingeguckt, da hatte ich so eine Folge, die hieß heute mal ohne Ton. Ah, heute mal ganz ohne Stimme. Teil 2. Ich meine, der hat da drauf geklickt und hat gesagt, yo, wieso redest du nicht? Das kam aber nach, das hat noch ganz random, hat er noch rumgeklickt, hat noch ein zweites Video angeguckt, ob das da besser war. Aber das, oder? War das, oder war das das andere? Da noch hier? Nee, er hat vorgespult. Nee, das ist Video. Ich dachte aber wirklich, dass er da mal. Na du Nase. Und wie der sagt, normal sagt man so, na du Nase. Aber gut. Gab es noch ein paar Videos, die haben mich da ein cooles Video, Abo hast du, bla bla. Ja, du Vogel, hast aber auch keine Ahnung von Tontechnik. Merkt man in gewisser Hinsicht. Ich weiß nicht, ob man es bei mir merkt. Ich bin mal ein bisschen näher an meinem Mikro dran als sonst. Ja, ich werde es ja dann ich werde es dann sehen, wenn ich das Video angucke, wenn ich ein bisschen durchsapp und so. Ausgeschlachtet, wenn Kritik kommt, dann die volle Kanne, laut meiner Erfahrung. Also hat das einfach ja lange genug gedauert. Ja, das ist so ein Ding, wie gesagt, das habe ich angesprochen, da ich meinen Kanal erstellt, habe ich keine Videos gemacht. Macht halt auch einen Unterschied. Wenn du halt mal ein paar Jahre lang nichts tust, weil du halt einfach kein Interesse hast, Videos zu machen, und du denkst, ich mache mal Videos. Da hätte man auch ein bisschen gucken können, wann das erste Video rauskam. Aber hey, es ist ja nur eine Empfehlung von mir. Man kann ja auch ganz subjektiv einfach sagen, das war echt lange so. Aber no front an der Stelle. Kein wirkliches Let's Play-Kanal. Wie gesagt, das ist halt, ja, genau auf die Videos geklickt, wo ich dann, Playlist. Ich guck da jetzt mal rein. Ich schau da jetzt wirklich rein. Wo ist ein Paraworld? Zu dem Punkt mit den Lags, das habe ich im Nachhinein auch mit ihm, das habe ich mit ihm da noch geredet. Paraworld ist so ein Game, es hat einen Framelock von 25 FPS. Wer sich mit sowas ein bisschen auskennt, der weiß, dass es nicht gut ist. Das ist überhaupt nicht gut. Darum leckt das Spiel und auch und alles. Das ist hier. Die Seas wurden vertrieben. Habe ich das nicht reingeschrieben? So ein Kram aus. Ist einer weg. Komm, drei neue. Und nein, ich habe nichts gegen. Ich höre mich da auch mega wack an. Ich glaube, ich habe mich da echt gemutet. Weil ich weiß noch, bei einem Part habe ich mich am Ende gemutet. Da bin ich kurz auf Toilette gegangen, dann kam ich wieder und dann war das. Ich meine, das war tatsächlich der Punkt. Dass es da nicht drinnen ist? Guck ich nochmal hier. Das war eins der letzten Videos, die, glaube ich, mal rausgehauen hat. Also er hat das nochmal überarbeitet. Aber 5 Jahren? Nö, ich finde das jetzt nicht. Na gut. Snoopy, Alter. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo ich wirklich ein ganz eigenes Video anfange. Ah ja, er hat mich noch in die Ding reingepackt und das ganze Nachrichten, E-Mails, ja, Kontakt. Meine Spiele. Was ist das? Und das Page, das existiert. Wow. Ja gut, das war die Reaction. Ich würde sagen, im Nachhinein, oder mein Endfazit dazu,
Also ich bin den ganzen, ich war am Ende dem ganzen recht negativ eingestellt. Ich finde sie jetzt immer noch, also ich finde das halbe Video ist mega subjektiv, weil er sagt halt immer so, ja okay, er bewertet natürlich, es ist halt ein Bewertungsformat und er sagt halt natürlich seine Meinung raus, aber viele Dinge sind halt, wie gesagt, mega subjektiv, wenn er sagt, WoW will keiner sehen. Nur weil er kein WoW mag, heißt es nicht, dass andere es nicht mögen. Oder dass andere, dass jeder andere das auch nicht mag. Mit dem Musikding, okay, hätte ich jetzt nicht, wäre jetzt nicht so ein Ding, aber es wäre so ein, ich würde es nicht kritisieren, weil ich denke mir, ja, okay, hat sich halt so eine Playlist erstellt. Vielleicht hört das gerne mal an oder so und sagt so, sowas kannst du weglassen. Das brauchst du auch keine. Oder so. Gut, Thumbnails, von Thumbnails habe ich früher nicht gehalten. Mittlerweile hat sich das auch geändert. Da muss ich ganz offen sagen, man lernt halt dazu. Ist kein Muss, kann man halt, oder dementsprechend, kann man machen, muss man aber nicht. Ganz einfach. Und sonst, was sagt er nochmal am Ende? Natürlich kommt er hier mit seinen Aufmerksamkeitsgequatsche. Der ist nämlich hier, bewertet werden, draus. Blöd, dass jetzt klingen mag, aber es ist nun mal der Tatsache. Also mit diesem, deine Videos sind mehr Walkthroughs und statt Let's Plays. Wie gesagt, er hat natürlich ich hab's ihm auch vorher gesagt, dass ich ein paar Videos habe, wo das so war, damit er es eventuell berücksichtigen kann. Nein, er klickt natürlich auf die Videos drauf, wundert sich dann im Nachhinein, dass kein Ton da war. Ich hab's ihm auch nochmal gesagt. Und, Naja. Ist halt so eine Sache mit dem. Und jetzt mit dem Kanal-Trailer ist auch wieder so ein Ding, kann man machen, muss man aber nicht. Ich mach's in dem Punkt nicht, weil es mir nicht gefällt. Change my mind. Und naja, 51%. Gut, ich weiß nicht, ich hätte meinem Kanal 65 gegeben, weil so strukturmäßig und sowas. Ich finde es sehr gut, dass er wenigstens gesagt hat, hier, ich habe Potenzial. Potenzial ist da. Ich habe ja immer wieder Videos hochgeladen und das Ganze. Ich habe zwischendrin natürlich auch ein paar Mal aufgehört. Ich weiß nicht. Wobei hat er. Sorry. Hat er da nicht mal ein Video im Nachhinein nochmal gemacht? Weil ich hatte mal ein Video mit Kanalpause. Weiß ich noch, und dann hat er mal irgendwas, ich weiß, hat er in einem Video irgendwas gesagt dazu. Oder hat er, weiß ich, ob es im Teamspeak war. Aber irgendwie, auf jeden Fall, weiß ich, kam dieser Kommentar mit, Kanalpause, du machst ja gar keine. Ah nein, das hat er mir unter das Ding geschrieben, glaube ich mal. Boah, da kann ich auch noch gucken. Habe ich Infovideo? Habe ich da eine Playlist dafür? Filter, Kanal, Pause. Oder Pause. Habe ich das echt nicht mehr mit drinnen? Echt jetzt? Habe ich das gelöscht? Uff. Das ist ein Big-Uff-Moment. Big-Uff-Source. Da. Riesen. Habe ich da echt keine. Ich hatte auch mal eine Info-Playlist. Bin ich jetzt ganz behindert? Ach nein, aber ich glaube, da muss ich auf meinen normalen, Kanal gehen. Well. Aus. Videos hinzufügen, älteste. Oh hey, da habe ich sogar noch Ogre-Cutscene Spoiler. Ich habe extra noch einen Spoiler-Disclaimer mit reingemacht, also in den Titel. Müsste doch aber irgendwann hier kommen. Genau, das war hier bei Reaper of Souls, Randless Monday. Auch so ein Ding, was ich so
Random Magicka, wir töten einfach alles. Da habe ich Zilli im Nachhinein noch ein bisschen gefrontet. Die verlorene Folge. War auch nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Oh, Magicka 2, das waren schlimme Zeiten. Das waren schlimme Zeiten. Liefer. Oh, da kommen schon die ersten Unboxings. Habe ich das echt nicht mehr mit drinnen? Ich habe das Video gar nicht mehr drinnen. Tatsache. Das finde ich schon krass. Hätte ich noch einen guten Ding, hier so einen guten Kommentar noch gehabt von ihm. Außer ich bin natürlich wieder komplett drüber gegangen. Das Ende des Jahres Schellschreis. Nein. Also es war überhalb von... Ja, da ich nur... Das ist ein interessantes Thumbnail. Nö. Ich hab das Video echt nicht mehr da. Das wundert mich jetzt aber mega krass. Alter, Dungeon Lords, holy shit, und Graveyard Keeper. Ich hab nur Graveyard Keeper gespielt und dort verfallen. Uff. Ich hab auch nur Dark Souls gespielt. Und dann wieder Remnant und dann Horizon. Und Gothic und lauter anderes Zeug. Da habe ich auch keine. Da hätte ich auch mal Thumbnails machen können, eigentlich. Naja. Dark Souls 3, aber da habe ich. Naja. Baldur's Gate 3. Aber das, da kommen wir schon tatsächlich rein in den. Ins Hier und Jetzt. Haben die Dark Souls Videos eigentlich? Haben Aufrufe bekommen. Ein paar. Ich habe auch gesehen, manche wurden vorgeschlagen, die haben ein paar Impressionen bekommen, fand ich richtig gut. Aber Baldur's Gate ging gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Okay, gut, das hat jetzt keine Aufrufe, das zählt nicht. Das da, ein Aufruf da, drei Aufrufe, also hier 6 Aufrufe sogar, 4 Aufrufe. Da, 11 und 3. Wo ist denn das hier? Ah, das Ende des Early Access. Aber finde ich schon... Ich finde dieses Bild so gut. Oh, ist mega. Das ist so. Das habe ich halt irgendwie so provisorisch gemacht. Das hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Und ja, gut. Aber um das nicht weiter in die Länge zu ziehen, das war's an der Stelle mit dem mit der Reaction. Hat ja nur fast 1,5 Stunden gedauert zu nehmen. 24 Minuten Video, aber ich musste viel sagen, weil ich habe bei dem Video hatte ich jetzt echt viel zu sagen. Ist ja auch so ein gewisser Teil meiner Vergangenheit. Als nächstes, worauf ich reacten würde, wären so ein paar spicy Videos von Storm. Reacte ich einfach auf meinen Kanal. Natürlich sieht man die hier jetzt nicht. Kanäle, wo ist da ist Storm und Blackbird? Videos. Ja, dann ein paar Vlogs. Me and the boys at 2 a.m. looking for chicken. Ich sag euch, das sind so die Sachen, da werde ich auch so ein paar, also, hey, die jetzt. Da kann ich drauf, oder? Storms PC Update, ah ne, da nicht, da war ich jetzt nicht dabei. Delete Internet. Wobei, da könnte ich auch noch. Video Games are Tropical Paradise. Da auf jeden Fall, da sieht man mich auch mit drinnen. Da bin ich auch natürlich dabei. Da gehe ich auch noch mit drauf. Gehe ich auch drauf ein. Da auch. Hier. Überall eigentlich. Ich zerlege einfach seine Vlog. Ich zerlege seine Vlog. Also seid gespannt auf die nächsten Sachen. Und ich hoffe, ihr schaltet ein. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr mehr Reactions haben wollt, in denen ich irgendwie
die Kanäle anderer Leute nein, indem ich auf irgendwelche Videos reacte. Ich kann auch auf alte Videos von mir reacten, könnte ich mir ein bisschen mal angucken. Das wäre mega cringe wahrscheinlich, zu 200%. Und ja, ich habe jetzt 3.15 Uhr. Ich muss wieder um, ich stehe wieder um 9 Uhr, will um 9 Uhr wieder aufstehen. Wird ein bisschen wild, habe ich gehört, aber na gut. An der Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, kommentiert, was ihr kommentieren könnt, bewertet, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Schaut auf Twitch vorbei, da gibt es noch nice Streams. Und natürlich Sunbros, praise the sun. Ja, und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt oder wenn ihr sagt, yo, wir finden dich so hässlich, mach keine Videos mehr, schreibt mir das auch rein. Dann mache ich sowas halt nicht mehr. Und ja, dann bis